Herrlich. So. Das Auto rollt aber nicht runter, oder? Nee, ist ein Gang drin. So, und jetzt wieder raus. Kann das nicht passieren, dass es nach vorne kippt, das hier gleich? Nee, ich fahre jetzt den Sitz hier komplett nach hinten. So, dann kannst du noch anschneiden. Ja. Gerade so einen Anschlag gemacht. Aber der ist im Gang drin, ja. Alles gut. So. Da dürfte nichts passieren. Nein! Herzlichen Glückwunsch! Zweiter Gang müsste hier gehen, ne? Ja. Versuchen wir mal, ne? Ja, zur Not habe ich Überbrückungskabel. Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, je nachdem, wann jetzt zuschaut. So, kann man ein bisschen drehen. Ja, ich muss hier einmal Luft machen. Das heißt, ich habe einen Kompressor abgeholt. Habt ihr jetzt gerade gesehen, jetzt natürlich die Karre gerade nicht angesprungen. Das ist natürlich auch richtig geil, aber da ich schön auf dem Hang gestanden habe, zweiter Gang rein, rollen lassen, Kupplung schnacken lassen und dann ist er sofort gekommen. Das ist doch super. Ja, ihr habt jetzt ein bisschen länger nichts mehr von mir gesehen, gehört, neu. Ich war halt ein bisschen angeschlagen, möchte ich sagen. Deswegen bin ich halt zu nichts gekommen. Ich hatte jetzt noch ein Video, das ich eigentlich hätte noch veröffentlichen können, aber ich hatte auch gar keinen Bock, das irgendwie zu schneiden. Deswegen habe ich einfach nichts gemacht. Aber jetzt sind wir wieder da. Es ist Samstag. Samstagmorgen, Mittag. Ich weiß nicht, 11, 12 Uhr haben wir jetzt gerade. 11, glaube ich. Ja, und ich fahre jetzt wieder nach Hause in die Garage und lade gleich den Kompressor mal aus. Ist so ein Standard Bauhaus-Kompressor, 2 Zylinder. Habe ich von einem Kollegen abgekauft, weil der gerade umzieht, der braucht den nicht mehr. Der hat mir jetzt noch schön so ein paar Druckluftwerkzeuge dazugegeben, Schlagschrauber, Bohrmaschine, Druckluftnagler war auch dabei, richtig geil, ein Schlauch und so Geschichten, also wirklich gut. Ich hatte jetzt den Anhänger hinten dran, weil ich mir nicht sicher war, ob wir das Ding jetzt vernünftig auch auf die Rückbank verfrachten können. Aber sag mal, das Ding hat jetzt gut hier reingepasst und wofür jetzt alles auf den Anhänger laden. Und ja, wie gesagt, hier... Wie nennt man das? Mit den Gurten alles festzogen, das macht ja alles keinen Sinn dann. Ist ja viel weniger Arbeit, einfach das Ding hinten so dran zu werfen oder reinzuwerfen. Ja, das hat super gepasst. Wie gesagt, den laden wir jetzt gleich mal aus in der Halle wieder. Lassen den einmal laufen. Muss einmal die Filter wechseln, hat er gesagt. Das kriegen wir auch noch hin. Muss ich zum Bauhaus nochmal einen Satz Filter kaufen für einen 5er oder so. Ja. Und sonst, was gibt's Neues? Es folgt nach diesem Video, zwei Tage später, Bremstrommeln. Also Bremsbacken von der Bremstrommel erneuern. Weil ich selber nie was Vernünftiges gesehen habe bei YouTube, wo man das schön detailliert mal gezeigt hat, wie das funktioniert. Weil da gibt es natürlich einiges zu beachten. Ne? Und insbesondere gibt es da immer so ein paar Kleinteile, wo man nicht genau weiß, wie die manchmal reinkommen. Vor dem Problem stand ich selber, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, 3-mal eine Bremstrommel gemacht oder so. Also ich hatte wirklich nie Fahrzeuge, wo Bremstrommeln fällig waren. Ja, deshalb. Aber das Video habe ich gedreht, das ist schon fertig. Muss ich nur noch schneiden, hochladen. Kommen natürlich dann auch die Tage. Ja. Kompressor ist natürlich eine geile Sache, wenn man sowas hat.
Das hat mir jetzt wirklich noch gefehlt. Ich habe zwar einiges an Akkuwerkzeugen, einige, die vielleicht meinen Instagram-Account verfolgt haben, haben gemerkt, da ist in den letzten Tagen ein bisschen was passiert. Ne, Instagram, so ein paar Fotos schießen, das ging, das war alles kein Problem. Das konnte ja schnell realisiert werden. Deswegen habe ich da ein paar Fotos hochgeladen auch. Und ja, jetzt war ich letztens im Bauhaus gewesen, mal. Und die hatten gerade eine Sortimentsbereinigung. Und da ich ja mit meinem Ryobi Schlagschrauber schon sehr zufrieden bin und meinem Akkuschrauber, den ich auch habe, war ich natürlich sehr, sehr angetan davon, dass dort das halbe Ryobi-Sortiment, also die Ausstellungsstücke, reduziert waren. Und zwar habe ich mir dann gekauft eine Kapp- und Gärungssäge, akkubetrieben auch. Ist eine recht kleine, also wir können da, ich glaube, bis 120 mm Breite schneiden. Das heißt, für Rauschbund oder so schmale Paneele und sowas, Kanthölzer kann man damit sägen. Dafür ist es eigentlich optimal geeignet. Mit dem Laser, und man kann halt den Winkel einstellen, etc. Richtig gut akkubetrieben. Brauche ich zwar aktuell nicht, aber ich sage immer, oder ein Bekannter von mir hat immer gesagt, besser haben als brauchen. So ist das. Ne? War halt sehr, sehr günstig. War weit über die Hälfte reduziert, das Ding. Habe ich natürlich dann mitgenommen. Eine Arbeitslampe, akkubetrieben, habe ich mir noch besorgt. Das ist so eine schwenkbare Arbeitslampe. Braucht man immer. Man muss immer irgendwo Licht haben. Von daher, für die habe ich, glaube ich, 15 Euro statt 70 bezahlt. Also kein Geld eigentlich. Ne? Dann habe ich mir noch gekauft, was war das noch? Ein Bluetooth-Radio, also so ein Baustellenradio mit dem Akku, also Akkusystem. Das ist ja dieses OnePlus-System von Ryobi, was ich da nutze. Und da passt ja ein Akku in, ich glaube, über 100 verschiedene Geräte, die sie da anbieten. Ja, und dann für eine Baustelle oder so, ne, oder in der Garage kann man halt über Akku dann Radio hören. Oder halt Bluetooth. Man kann natürlich das Handy damit verbinden. Und das Geile daran ist, man kann das Handy auch darüber laden. Wenn man mal irgendwo keinen Strom hat zum Laden. Das ist natürlich auch fein. Und zu guter Letzt habe ich dann noch zugegriffen bei einer Winkelbohrmaschine. Also so ein Winkelschrauber. Ne? So ein abgewinkeltes Gerät. Ne? So, wenn man mal irgendwie mal Möbel oder sowas, wenn man da, weißt du, mal irgendwie was bohren möchte, da kommt man halt dann schön mit so einem, ich glaube, das ist wirklich nur so eine Aufbauhöhe dann, wenn man um Winkel gehen möchte, ist natürlich geil, weil manchmal kommt man in so kleine, schmale Schränke nicht mit einem großen Akkuschrauber an der Seite rein. Musste ich haben. Habe ich mitgenommen. Ja. Ja, das dazu. Die Fotos dazu könnt ihr euch auf Instagram ansehen. Der gleiche Name wie dieser Name von diesem Kanal. Folgt mir auch gerne bei Instagram. Da gibt es halt immer mal ein paar schöne Fotos von mir. Ich versuche da mal irgendwie einmal am Tag was hochzuladen, vielleicht auch nur alle zwei Tage, manchmal auch gar nichts, keine Ahnung. Irgendwann ist da halt immer mal ein Video, Foto drin, von daher schaut da einfach mal immer gerne rein. Dann kommende Projekte, was ist jetzt in Kürze noch los? Da kommt ein Renault R4. Die Kenner unter euch wissen, was ich meine. Renault R4, altes Ding, irgendwas 80er Jahre, kommt zum Bremsen machen. Also da müssen die Bremsen gemacht werden. Der kommt die Tage mal rein. Und schauen wir uns mal an, was das so ist. Aber das wird, ich weiß nicht, ob er jetzt vorne und hinten Trommeln hat. Zumindest hinten wird er Trommeln haben. Eventuell wird er dann vorne, ja, ganz normal einen Schwimmsattel haben. Ja, also ganz einfache Technik an sich. Aber wir gucken mal, ob wir uns mal ein bisschen mit dem Fahrzeug noch näher beschäftigen können. Weil sowas hat man halt nicht alle Tage da. Und vielleicht fällt da was auf, was man vielleicht noch reparieren könnte. Ja, das dazu. Ja, wie gesagt, die Tage habe ich halt nichts gemacht. Sonst, deswegen immer nur Augen nach vorne. Und gucken, was so als nächstes kommt, was wir noch machen müssen. Am BMW, da hat einer von euch schon erkannt, letztens beim Stoßdämpferwechsel, die Bremse hinten, die ist halt
Ja, die sieht nicht mehr so super aus, aber es geht noch. Also es ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht akut Handlungsbedarf. Die werde ich irgendwann jetzt auch mal machen. Aber da setzt sich jetzt erstmal keine Priorität hinter. Ja. Dann muss es natürlich mit dem Mazda weitergehen. Also Zylinderkopf wieder zusammenbauen. Und den Motor wieder ans Laufen bekommen. Wird ja auch der Zahnriemen etc. wird ja natürlich alles neu gemacht auch. Wird alles zusammengebaut und dann muss jetzt mal die Karosserie fertig werden. Und dann zum Lackierer gehen. Ja. Den Termin mit dem Lackierer werde ich jetzt nächste Woche irgendwann mal haben. Dann werde ich mal mit ihm so ein paar Sachen durchsprechen. Und dann gucken, wie schnell wir das Ding dann lackiert bekommen und wieder auf die Straße bekommen auch. Weil der braucht auch TÜV, der ist seit 7 Jahren abgelaufen. Oder auch seit 7 Jahren ist das Fahrzeug abgemeldet. Deswegen muss ich da halt einmal auch TÜV drauf machen, bevor wir den halt wieder offiziell fahren dürfen. Wird kein Problem sein. Rost habe ich schon vor Jahren behandelt. Das ist alles in Ordnung. Verschleißteile, Bremsen etc. Das ist alles neu an dem Wagen schon. Fahrwerk neu. Die Bremsschläuche wollte ich noch austauschen. Zwar habe ich noch einen Satz Stahlflex-Bremsschläuche liegen. Die werden wir zusammen auf jeden Fall einbauen. Und dann wird das ganze Auto wieder komplettiert. Ich habe ja alle Teile da. Alles feinsäuberlich in Kisten verstaut und ja, dann werden wir das Ding wieder so weit zusammenbauen, dass er wieder schön aussieht und fahrbereit ist, denn das werde ich nicht schaffen. Also das ist eigentlich unmöglich, den zum Saisonbeginn fertig zu kriegen. Ist ja in zwei Wochen. Also das wird auf jeden Fall nicht funktionieren, aber ich hoffe mal Richtung Mai, Juni, dass das dann was wird. Ja, und dann werde ich damit auch mal vielleicht das ein oder andere Treffen ansteuern und auch mal dann, denke ich mal, von dort aus so ein bisschen berichten, was es da zu sehen gibt. Eventuell fahre ich auch jetzt zum Saisonbeginn schon mal auf irgendein Treffen, dann halt mit einem Dreier. Einfach mal so zum Gucken halt, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber es ist natürlich immer schöner, mit dem Auto hinzufahren. Ja, dass man da auch gerne ausstellt, dass man gerne zeigt, wo man zeigen kann, hier, da ist viel Arbeit reingeflossen, das hat lange gedauert, da ist wirklich einiges an den Dingen passiert, ne, aber nicht zu Saisonbeginn leider. Dann werden wir nächste Woche noch eine Anhängerkupplung nachrüsten. Mit einem universellen Kabelsatz diesmal. Das heißt, wir werden offene Kabelenden an dem Fahrzeug verbinden oder mit dem Fahrzeug verbinden. Und zwar wird es sein ein VW Lupo. Ja. Das ist wirklich nur eine Anhängerkupplung, um irgendwie, glaube ich, ein bisschen Müll wegzubringen. Weil im Kofferraum selbst ist schon so wenig Platz. Und der Kollege wollte unbedingt eine haben. So eine Anhängerkupplung für Lupo Universell kostet ja auch nichts. Also ich glaube, da kostet so ein ganzer Satz 70 Euro oder so mit Knüppel und Kabel. Von daher kann man sowas mal machen. Das werden wir dann bei ihm auch machen in der Halle. Da habe ich gesagt, da komme ich vorbei und dann machen wir das dort. Weil ich dann auch mit ihm ein bisschen quatschen werde wegen dem Mazda. Das ist halt mein Lackierer. Und ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? So, jetzt erstmal nichts. Wir fahren jetzt erstmal, wie gesagt, in die Halle. Laden gleich mal den Kompressor aus. Schließen den mal an. Er wird laufen. Er wird natürlich laufen. Aber wir lassen ihn einfach mal laufen und gucken mal. Zählen vielleicht auch einfach mal die Zeit, wie lange der braucht, um ja, Betriebsdruck zu erreichen. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Macht's gut. So, wir sind in der Garage wieder. Kompressor habe ich jetzt schon mal an Strom angesteckt. Und ich würde sagen, wir lassen das Ding jetzt einfach mal laufen und gucken, wie lange er braucht, um ja, Betriebsdruck zu erreichen.
fertig. Das waren jetzt genau 2 Minuten 15, so wie ich das jetzt erkennen konnte. Und wir liegen bei 9 Bar. 9 Bar, das reicht vollkommen aus. Wir haben hier einen Ausgangsdruck voreingestellt von etwa 3 Bar, so wie ich das sehen kann. Man kann das über das Rädchen hier auch einstellen, indem wir das hier drehen so ein bisschen. Dann sehen wir sofort, dass die Nadel hier auch hochgeht. Na, da muss man natürlich dann beachten, je nachdem, was man für ein Gerät da anschließt. Schlagschrauber, ein Exzenterschleifer, Bohrmaschine, was auch immer. Immer darauf achten, welchen Betriebsdruck das Gerät hat. Das müsste man dann hier entsprechend dann einstellen. Ja, würde ich sagen, sehr gut. Knapp 2 Minuten 15 ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Wir haben hier einen großen, schönen Zweizylinder. Sehen kann hier schönen großen Zweizylinder-Motor. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon. Mehr wollte ich auch gar nicht machen. Das war ein kurzes Update. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, falls ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.